Hallo meine Schneeschnuckel und willkommen zum 4. Dezembertag. Und ihr habt schon gestern gesehen, jedenfalls wenn alles nach Plan läuft, wenn nicht, werdet ihr das heute sehen. Das kommt davon, wenn ich Videos vorher aufnehme. Das ist nicht das Einzige, was diesen Monat passiert. Das normale Programm läuft durchaus weiter. Nicht ganz so viel davon, weil es doch ein ziemlicher Zeitaufwand ist, diese Dinge hier zu machen. Aber, ne, wir sind nicht komplett auf Adventskalender umgestiegen. So schlimm ist es dann nicht. Kurzer Rückblick. Pokémon schafft es halbwegs, so die Erwartungen zu erfüllen, bis auf das Ding da. Minions hat noch einiges nachzuholen. Auch nummernmäßig, denn der Minions-Kalender enthält 164 Teile. Das ergibt pro Adventstag ungefähr 7 Teile. 6 Teile und dann sind noch 20 über. 6 Teile pro Tag und dann sind noch 20 Teile für den Monat über. Bis jetzt hat er das nicht wirklich geliefert. So, gestern hatten wir 4, vorgestern hatten wir 5. Und ich bin nicht sicher, als wie viel der Bob hier zählt. Ja, auf jeden Fall ist da noch ein bisschen was aufzuholen. Schauen wir doch mal, ob sie es schaffen. Der Pokémon-Kalender hat übrigens mehr Teile. Und bis jetzt sieht der auch deutlich besser aus. Mal gucken, ob die Minions diesen Nachteil noch aufholen können. Ich bin nicht sicher, aber wir sind ja auch erst am 4. Tag und haben erst 3 aufgemacht. Und heute, jetzt ist es außerhalb des Bildes, haben wir ein relativ langes Fach. Das ist entweder die Gitarre oder der Weihnachtsbaum, hoffe ich. Wahrscheinlich ist es jetzt eine dritte Option, die mir nicht einfällt. Einfach mal aufreißend reingucken. Das ist die Gitarre. Mein Gott, ich bin so KLUK. Das... Okay. Da ist ein Bild von der Gitarre unten drin und hier ist die Bauanleitung von der Gitarre. Das ist neu, weil das war bei den anderen Büchern, glaube ich, nicht. Oh doch, ich habe es nur nicht gesehen. Was ich dagegen jetzt endlich gesehen habe, ist, dass da eine Schraffur ist, die man schön aufreißen kann, ohne die Schere zu brauchen. So, jetzt vermutlich genau. Einmal Gitarre mit Gitarrenständer. Oh, die fliegt aber ziemlich in der Luft, die Gitarre. Das ist doch mal eine interessante Platte. Na, einmal zwei Fliese mit einer Noppe mit Loch, damit man das hier machen kann. Okay, die schwebt zwar ein bisschen sehr in der Luft jetzt, die Gitarre. Kann man die noch andersrum? Nee, das ist so gedacht. Ist aber eine schöne Gitarre. Kann man überhaupt nichts sagen. Schönes Modell, auch etwas anders als das Lego-Ding. Könnte auch eine Geige sein. Na, eher nicht, eher nicht. Aber die Farbe ist komisch, das Grün, aber ist in Ordnung. Nettes kleines Zubehör, wieder nur 4 Teile. Wieder sehr, sehr klein. Lieber Minions-Kalender, du musst da in Zukunft ein paar sehr große Teile nachlegen, damit das was wird. Die Gitarre ist hübsch, aber... ja, ich hätte vielleicht doch Lego nehmen sollen. Megaconstrux kommt nicht an den Standard ran. Was überraschend ist, weil der Preis ungefähr im selben Bereich liegt. Sehr schade das, aber gut, wie gesagt, Gitarre ist nett. Schauen wir bei Pokémon rein. Und das fühlt sich relativ, nicht unbedingt groß an, aber nach relativ vielen Teilen. Viele flache Teile. Mein Tipp ist, das werden Geschenkpakete sein. Ich fühle viele flache, viereckige Teile. Das ist, wow. Das sieht nach Geschenk, das sieht auch nach Geschenk aus. Jawohl, das ist ein Geschenkkarton. Oder zwei. Ein relativ großer Geschenkkarton, immerhin. Und ein großer Packen Standardteile. Gut. Warum? Geräusche. Geräusche der allgemeinen Verwirrung. Aber Verwirrung hat sich aufgeklärt. Diverseste 1x3er und ein Pin in der Mitte. Ja, okay, wir haben ein Viereck gebaut. Sind wir stolz auf uns. Verbuchen wir den Tag unter nicht unbedingt der beste für die Pokémon. Aber wir haben eine nette kleine Gitarre. Gucken, was ich heute selber basteln darf. In dem 3. Kalender. Ups, hat sich die Kamera gerade bewegt? Ich hoffe mal nicht. Aber dafür habe ich inzwischen das Türchen Nummer 4 gefunden. Und das könnte ein Auto sein, also so ein Oldtimer. Jetzt hat die Kamera sich definitiv bewegt. Lass das. Guck mal, die andere Seite. Es ist ein Auto. Wenigstens kommen die ganzen Fahrzeuge ganz zu Anfang. Dann haben wir gleich das abgefrühstückt, was ich am schlechtesten kann.
im Lego-Bereich. Sieht ein bisschen aus wie ein Stiefel auf Rädern, oder? Let's go with that. Stiefel auf Rädern. Okay, Stiefelauto, das macht es jetzt nicht gerade einfach. Zumal wir haben gestern gesehen, wie mein Talent für Autos ist, aber ich habe ein paar Gedanken und mir ein paar Teile zurechtgelegt, die ich wahrscheinlich verwenden werde. Wir werden sehen, aber als erstes dachte ich mir als Nase, diese Vierteldomspitzen hier auf den 3x6er Runden als Basis. Dann habe ich immerhin schon mal einen Ansatz. Wie gesagt, Autos nicht wirklich mein Ding. Wir werden sehen, wie weit wir kommen, aber ich glaube, ich habe einigermaßen ein Konzept, wo ich hin will. Daher wird das schon irgendwie wird das schon irgendwas werden. Was sehen wir? Ups. Escape, so, aber okay, eine davon brauchte ich eh noch. Nein, oh Gott, gar nicht. Ja, so. Denn irgendwie muss ich das hier ja noch anschließen an den Rest vom Fahrzeug. So, ihr werdet jetzt aber auch schwarz, damit die Farbe schön durchgehend ist. Jetzt brauche ich für ihn hier natürlich eine Lücke von 4. Das heißt auf jeden Fall schon mal 3. Ich mache einen 4x4er. Dann kann ich nämlich auf jeden Fall weiter anschließen. Ja, okay, mag er mir jetzt gerade nicht. Ach, Moment, ich kann ja einfach eine hier hinsetzen. Temporär. So, und dann wieder wegmachen, einfach damit die am richtigen Platz ist. Okay, das funktioniert. Dann kann ich. Oh, ich habe den 1x2er-Stein mit dem Pin gar nicht rausgesucht. Das hätte ich eigentlich tun können vorher. Ihn hier. So. Ich hoffe mal, ich liege richtig. Nein, ich liege nicht richtig. Ich brauche den mit einem Achsenpin. Das ist lästig. Wieso passen die denn nicht zusammen? Das ist ja dumm. Also das ist wirklich dumm von seitens Lego, dass die nicht. Ah. Technik, nee, hilft auch nicht wirklich. Dass die nicht mit einem normalen Pin kompatibel sind, nervt mich gerade sehr. Und ich wollte jetzt genau nicht diese Fahrzeugbasis benutzen. Sieht aber so aus, als ob ich müsste. Wie lästig. Also wirklich, na. Das nervt mich jetzt wirklich. Okay, dann nehmen wir diese hier. Die passt sehr schön zu den Dimensionen. Ist, glaube ich, ein bisschen älter. Aber damit muss ich jetzt leben können. So, dann kommt ihr wieder weg. Du wirst jetzt mal kurz gedreht, damit ich dich hier drunter setzen kann. Da, beide bitte. Was ist denn jetzt wieder ein Kollisionsproblem? Nö, geht doch. Die Räder habe ich mir einfach mal aus dem aktuellen Lego-Sportwagen rüber kopiert, weil ich habe so wenig Interesse an Lego-Fahrzeugen, dass ich noch nicht mal weiß, welche Räder die aktuellen sind. Zugegebenermaßen weiß ich das bei Eisenbahn auch nicht wirklich. Aber da weiß ich sie wenigstens zusammenzusetzen. Das war nicht der Plan. So, das war der Plan. Okay. Sehen fast schon zu. Na, sie gehen noch. Ich wollte ja eigentlich in Richtung Hot Rod gehen. Da ist das natürlich im Weg. Hier hinten kann ich den noch dran setzen. Vorne nicht. Dann hat er halt vorne freie Räder. Schnurz.
So, passt hier die 4x4er, passt die noch oder sind die Räder jetzt im Weg? Denn ich will ja die. Ja, jetzt habe ich natürlich die. Das, na, das scheint zu passen. Ich will ja die Dinger hier noch in der Reihe setzen. Okay, das sieht gut aus. Ja, der hat Luft. Okay. Was ich jetzt aber mache, ich schließe diese blöde Radkappe hier mal ab. Und das sieht auch so aus, als könnte ich die da verbinden. Jawohl. Der Weg zu einem Ergebnis ist auf jeden Fall, ja, geht glatter, als ich gedacht hätte. Na komm, mach mal die Lücke noch zu, dann kann ich die schönen Motordinger da hinsetzen. Okay, ich hatte gedacht, das wird anstrengender hier mit dem Design. Gut, wir haben noch nicht das Endresultat gesehen. Es könnte noch ganz furchtbar werden, wer weiß. So, einmal. Und die ein bisschen tiefer. Das ist ja nicht gar nicht mal so schlecht. Nee, ich setze noch mal was vor. Und zwar 2x2. So, mal eben schauen, ob ich diese blöde Platte. Ja, die hier. Genau die. Und haben wir, die haben wir auch in Dunkelrot. Wunderbar. Ach so, genau, ja. Gut, dann eben nicht. Dann müssen wir stattdessen eine passende Bracket nehmen, zum Beispiel eine hiervon und eine davon. So, die gibt es definitiv in Dunkelrot. Oder auch nicht. Oh, nicht, okay. Und dann nehmen wir die halt in Rot. So, ich glaube, ich muss mal kurz eine Pause machen. Es wird gerade draußen laut. Und wir sind wieder da. So. Nee, okay, dann musste ich jetzt die Brackets nehmen. Es gibt Schlimmeres in der Welt. Oh, dann kann ich den auch wieder wegnehmen und kann den gleich zumachen. Ach, das ist schon 2x4er. Na, dann kann ich den aber länger machen. Das ist gar nicht mal wiederum. Wieso habe ich dich denn jetzt kopiert gehabt? Du warst. Genau, du solltest kommen. Okay, ein bisschen Rottöne mischen. Nicht die dümmste Idee. Nicht die dümmste Idee. Kann man machen. Ich kann hier noch. Ja, ich kann jetzt noch mal ein 4x4er draufsetzen. Dann bin ich, glaube ich, auch mit dem auf einer Höhe. Ne? Ja. Dann mache ich das doch. Wird auf jeden Fall ein stabiles Fahrzeug hier. So langsam kriegt es auch was Schuhiges. Das war ja die Idee. Es kriegt was Schuhiges. Es ist ein schönes Wort übrigens, etwas Schuhiges. Ich bin dafür, dass das sofort in den Duden aufgenommen wird. Und nochmal eine Käseecke. Ey. Ja. Und Steuerung C, Steuerung V, drehen, Steuerung X und V. Ich glaube, die sind jetzt genau, ja, natürlich. Ja, also halbwegs leicht sollte es schon sein, vor allem den 1x1er mit dem 1x2er verbinden. So. Das wird was. Jetzt habe ich hier 6, machen wir 6.
Ja, ich mache den mal richtig, richtig seltsam, weil warum nicht? Das ist halt jetzt aber auch so ein Ding, bei dem ich wirklich alles drehen muss. Nee, du solltest den nehmen. Das wird ein seltsames Fahrzeug. Ich meine, ich habe Schuhauto gesagt. Natürlich wird es ein seltsames Fahrzeug. Und zack, und du noch. So, vier Stück, so wie es sein soll. Okay. Ich habe sogar noch einen über, aber ich glaube, den behalte ich jetzt beiseite. Nee, den lösche ich einfach mal. Und, na, mal kurz. Ja, ich glaube, dafür gibt es auch Tastenbefehle, aber ich wollte das jetzt auch stufenweise machen. So, was machen wir denn hier jetzt? Das ist gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn der Gedanke ja war, wir machen ein Schuhauto. Nicht das Schlechteste der Welt. Jumper. Einmal Jumper, bitte. Nee. Nee, der lustige Minecraft-Jumper. Der hier. Mal gucken, welche Farben ich davon bekomme. Schwarz wär gut. Nee, Dark Bluish Gray. Reddish Brown. Ja, Reddish Brown. Ist zum einen die häufigste Farbe davon und zum anderen passt eigentlich ganz gut in dieses vorige Farbschema. Ich glaube, das machen wir einfach mal. So, und dann einmal vier Fliese. Oh ja, die Entwicklung fühlt sich eigentlich ganz brauchbar an. Ja. Kriegt er noch einen quer. So, damit das irgendwie aussieht wie aus einem Guss. Okay, ich mag die Front. Also für ein seltsames Auto mag ich die Front schon mal. Jetzt müssen wir halt eine seltsame Fahrerkabine auf sehr wenig Noppen hinkriegen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch mal. Doch, da kriege ich noch mal einmal Vierer hin. Die passt noch mal. Okay. So, einfach damit hier auch ein Boden ist, auf dem ich bauen kann. Apropos Boden, auf dem ich bauen kann. Gleichen wir hier mal die Höhe an. Machen wir die mal knallrot, damit wir noch mal ein bisschen Rotmischung haben. Das ist jetzt zwei Platten hoch. Na, mache ich das? Puh. Probieren wir einfach mal. So, und jetzt noch einmal Zweier, zweimal. Dann ist das wieder alles auf einer Höhe. Und den mache ich auch noch mal in dem Rot. So, ich glaube, die Rotabwechslung ist ganz nett in dem Maße. So, jetzt ist das auf einer Höhe. Hier kann ich einen Stein reinsetzen. Hier vielleicht ist wieder ein schwarzer. Was immer es wird definitiv seltsam. Ich mag seltsam an dieser Stelle. Seltsam ist gut, seltsam ist besser als langweilig. Dunkelrot, oder? Ja. Ja, dunkelrot sieht da gut aus. Ich mache eine Tür hier rein. Die habe ich jetzt natürlich vorher noch gar nicht gedacht. Ja, diese hier.
Die gibt es doch bestimmt in lustigen Farben. Gar nicht mal in so vielen lustigen. Mach mal eine rote. Ich bin ziemlich sicher, dass es dieses Teil auch seit Jahren nicht mehr gibt. Ist mir jetzt aber wurscht. Funktioniert. Okay, das machen wir anders. Dann machen wir die Länge auch entsprechend auf einen 2x3. Slope. Inverted. Du da. So, dann musst du noch mal weichen. Zugunsten einer M4 Plate. Einmal Win. Ja, okay. Wenn man das D vergisst. Oh. Dass ihr das Wort für Windschutzscheibe nicht kennt, ist jetzt gerade auch etwas nervig. Denn wir reden hier von Teilen, von denen ich definitiv weiß, dass es sie gibt. Wie nennt der die? Okay, das wäre mal interessant rauszufinden. Mal nach Rebrickable schauen. Wie nennt dieses Ding die blöden Windshields? Und wenn ich jetzt endlich mal bei dem Wort ein D tippen würde, wären wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel weiter. Peinlich. Okay, der nennt sie auch nicht Windshields. Das ist jetzt doof. Gehen wir nochmal zurück zu dem Set. Ich glaube, das hatte ein entsprechendes Teil. Ja, wenn auch die falsche Größe. Windscreen. Bin doof. Da sind sie. Okay. Okay, ja, genau, dich suche ich. Nee, du bist ja massiv. Das ist nicht das, woran ich dachte. Das ist besser. Das ist, was ich gesucht habe. So, bitte in Trans Clear. Jawohl. Schon besser. Du brauchst hier Stütze. Die Stütze kann hier nicht anschließen. Die kann also nur zur Zierde da sein. Hauptsache, du kriegst da Stütze, dass es so aussieht. Weil das geht noch nicht. Das geht noch gar nicht. So, dunkelrot. Ja, machen wir mal in derselben Farbe wie die Außenkarosserie. Das sieht, glaube ich, an der Stelle besser aus. So langsam sieht es aus wie ein Goofy-Auto. Meinetwegen, warum nicht? Auch Goofy muss Auto fahren. Lenkrad wäre auch noch einigermaßen wichtig. Das ist Technik. Da. Da, du. Ah, perfekt. So, ich möchte dich aber nicht in Weiß haben, auch nicht nochmal in Rot. Ein bisschen Kontrast ist in Ordnung. Mein Light Bluish Gray geht immer. Blau wäre, glaube ich, ein bisschen krass in dem Auto. Einfach mal plötzlich so ein blaues Teil. Aber gelb. Nochmal, um das Feuerthema zu ergänzen, trotzdem Kontrast zu haben. Das gefällt mir. Gelb gefällt mir an der Stelle, das nehmen wir. So, dann nehmen wir dich nochmal. Nach hinten abzuschließen. Nee, viel besser. Viel besser nach hinten abschließen würde jetzt ein Paneel. Nein, ist die Höhe gut? Die Höhe ist gut. Ah, der hat keine Seitenabschlüsse. Habe jetzt aus Versehen was gelöscht?
Nee. Der hat keine Seitenabschlüsse, das ist blöd. Haben die auch alle nicht die großen Paneele? Okay, dann muss ich ihn einmal. Zwei Paneele nehmen. Und entsprechend Seiten. An das hohe bitte. Ja. So, dich gibt es nicht in dunkelrot. Dich gibt es in braun. Braun mögen wir heute gar nicht. Ich könnte natürlich jetzt. Ah, orange gibt es auch nicht. Orange wäre nochmal cool. Um jetzt dieses. Aber die Höhe ist gut. Die Höhe ist gut. Dann machen wir noch den großen, einmal 1 mal 3er, damit wir nicht so viele Steine hier verarbeiten. So, und dich kriegen wir in Flamingo Pink. Nein. So sehr es mich auch reizt, nein, nicht Flamingo Pink. Das Panel ist übrigens da, wenn da jetzt eine Figur drin sitzt, dass die auch Platz für Rückenaccessoires und sowas hat. Deswegen gezielt jetzt Thema Panel. Oh, und ich glaube, ich setze da noch. Nee, ich kann keinen. Ah, die Türen sind, glaube ich, im Weg, um dann zwei einmal Vierer reinsetzen zu können. Dann muss der jetzt auf. Kann es sein, dass der. Ach so, okay, der ist da unten dran. Ich dachte gerade, der. Die 2x3er-Slope ist an gar nichts fest und schwebt jetzt in der Luft. Nee, okay, die ist von unten befestigt. Das hält sich alles so halbwegs gegenseitig zusammen. Ne, ich will ja noch Platz für eine Fahrerfigur haben. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Das ist mein kleines schuhartiges Auto. Es ist nicht so bescheuert geworden, wie ich befürchtet habe. Insofern, das ist schon mal ein deutlicher Fortschritt, wenn es um Autos geht. Ich habe ja gesagt, Autos, nicht mein Ding. Der ist. Ich meine, der sieht zwar komisch aus, wenn er durch die Straße fährt. Das war aber auch mehr oder weniger das Ziel der Sache. Könnte halt jetzt Werbung fahren für ein Schuhgeschäft. Ist in Ordnung, ist genehmigt. Ich mache ihn. Die Anleitung wird jetzt noch nicht sofort online sein, denn dafür mache ich das Video jetzt zu knapp, bevor ich das Video auch veröffentliche. Aber ich denke mal, heute Abend, morgen früh gibt es auch die Anleitung dann bei Rebrickable. Dann packe ich den Link unten in die Beschreibung und auch in die Beschreibung von dem morgigen Video, damit niemand das Ding übersieht, wenn er es haben will. Ihr habt mir jetzt ein bisschen beim Aufbau zugeschaut. Ihr wisst also im Grunde, welche Teile reinkommen und so weiter. Aber natürlich, das Ding nochmal in die richtige Reihenfolge zu bringen, in Bauschritte zu bringen, ist nochmal ein anderer Schritt. Den ich aber inzwischen tun werde. Es sind 54 Teile. Es wird nicht so übel werden. Auf jeden Fall so oder so. Gefällt der Kleine mir jetzt und ich kann ihn speichern. Oh, er hat noch keinen Namen. Wie nenne ich ihn denn? Schuka. Ja, Schuka. Schuka. Klingt außerirdisch, ist aber so. Okay, dann bis dahin.